Grüß dich, schön, dass du bei mir gelandet bist. Ich habe ja, wie du weißt, vor kurzem geheiratet und ein paar Wochen vor meiner Hochzeit hat mir eine liebe Freundin dieses Ding hier in die Hand gedrückt mit den Worten: Ich weiß ja, dass du auch so unreine Haut hast und mit diesem Wundermittel wird deine Haut bis zur Hochzeit ganz toll aussehen. Und dann habe ich mir gedacht, na gut, verlieren kann man ja nicht viel, wenn man ohnehin schon irgendwie total viele Pickel hat und so. Und habe es ausprobiert und habe es echt sicher 4 Wochen lang vor der Hochzeit verwendet und eben jetzt auch noch. Jetzt sind die Dinge schon so langsam am Ausgehen. Und wirklich war, bis zur Hochzeit war meine Haut so schön wie schon seit Jahren nicht mehr. Also unglaublich. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache dir jetzt heute eine Review zu diesem kleinen Kit. Und zwar ist das von Dermalogica, das Medibug Clearing Kit. Und zwar ist das eine Serie von Dermalogica, dieses Medibug, das extra entwickelt wurde für erwachsene Haut mit Akne. Also erwachsene Haut mit Unreinheiten, weil das Hauptproblem, wenn man schon älter ist und Unreinheiten hat, ist, dass die meisten Produkte, die es so für unreine Haut gibt, einfach für jugendliche und pubertierende Haut entwickelt ist. Und umso älter du wirst, umso empfindlicher wird deine Haut aber auch. Und da kann es sein, oder zumindest ist es mir in der Vergangenheit so gegangen, dass diese Produkte, die eigentlich für Jugendliche gemacht sind, meine Haut dann zu sehr ausgetrocknet haben. Und bei diesem Produkt ist es eben so, dass das wirklich extra für Erwachsene gemacht ist. So in etwa ab 20 Jahren ist das gedacht. Das heißt, früher sind eben die Produkte für so jugendliche Haut. Da hat auch Dermalogica eine eigene Serie. Und das ist eben jetzt für Erwachsene. Und da ist jetzt nichts mehr drin, weil ich die Produkte hier neben mir am Tisch stehen habe. Aber das ist eben so, dass man das so öffnen kann. Und dann sieht man hier normalerweise diese Produkte, die auch da auf dem Titelbild drauf sind. Und zwar sind da drinnen so ein Reinigungsgel, dann eine Gesichtsmaske, eine Pflege für untertags, eine Pflege für in der Nacht und so ein Spot-Treatment, also quasi sowas, was man direkt auf die Pickel draufgeben kann, das gleichzeitig auch noch Concealer dabei hat, also zum Abdecken. Und außerdem war auch noch drin, was da nirgendwo draufsteht, so ein kleines Sachet mit noch einer Tagesgesichtscreme. Also auch das war da drinnen. Und dann war auch noch drin so ein Folder quasi, der diese Medibug-Serie nochmal vorstellt und nochmal erklärt, wie das Ganze funktioniert und auch ein bisschen so über Dermalogica im Allgemeinen was erzählt. Also auch der war da drin. Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht. Im Internet von Dermalogica gibt es von allen möglichen so Gesichtspflegeserien diese Kits. Das finde ich super praktisch, weil man echt die Möglichkeit hat, über ein paar Wochen das Ganze zu testen. Weil, und das ist gleich mal das große Minus bei dem Ganzen, die Produkte sind leider sehr, sehr teuer. Dieses Kit hier kostet bei Douglas, jetzt ich weiß nicht, wie es sonst wo kostet, knapp 50 Euro. Also das ist schon sehr, sehr, sehr viel, wenn man nimmt... Ich bin jetzt ungefähr, naja, ich würde sagen 6 Wochen damit ausgekommen und für 6 Wochen 50 Euro, das ist schon eine Menge Geld einfach, dass das kostet. Aber das Positive eben ist, du bist nicht gezwungen, dir die großen Produkte zu kaufen, um es zu testen, sondern du kannst eben mit diesem Kit das Ganze testen. Ich zeige dir jetzt einfach der Reihe nach die Produkte und erzähle dir, wie ich sie gefunden habe, wie das Ganze funktioniert und so weiter. Das erste ist dieses Clearing Skin Wash. Das ist eben so ein Reinigungsgel, das man verwendet, um sein Gesicht eben zu reinigen, morgens und abends. Da ist es so, dass dieses Ding, wie leider Gottes eigentlich alle Dermalogica-Produkte, nicht besonders gut riecht. Also die sind ja alle frei von irgendwelchen so Duftstoffen und so Zusatzstoffen unnötigen. Und deswegen riechen die alle eher so medizinisch mäßig. Aber ich muss sagen, wenn man dann, also für mich ist es halt so, wenn man dann die Wirkung so sieht, dann kann ich über das hinwegsehen, dass es jetzt nicht nach Rosen oder nach Erdbeeren oder nach sonst was riecht, sondern einfach, ja, halt ein bisschen nach medizinischer Pflege so. Also dieses Clearing Skin Wash kann man eben morgens und abends verwenden zum Reinigen. Da habe ich mir immer ungefähr so, ich würde sagen, so Daumennagelgröße auf die Handfläche, habe das in der Handfläche aufgeschäumt und dann gut ins Gesicht einmassiert. Das ist so ein
Also es schäumt nicht sehr stark auf, ja, sondern also wenn du das magst, dass das so irrsinnig viel Schaum bildet, musst du entweder mehr Produkt nehmen oder es ist nichts für dich. Also es schäumt nicht ganz stark auf, aber es hat eine echt gute Reinigungswirkung, ohne auszutrocknen. Also das habe ich schon mal toll gefunden, weil normalerweise alle diese Akne-Dinge, da ist es so, dass die Reiniger, gerade bei meiner sehr empfindlichen Haut, die gerade hier so in diesen Bereichen sehr, sehr austrocknen und ich oft dann auch wirklich mit so Ausschlägen und Rötungen und so reagiert habe. Das war bei dem überhaupt nicht der Fall. Ich habe sehr gut vertragen und immer abends habe ich es auch zusammen mit meinem Clarisonic verwendet, also mit dieser Gesichtsreinigungsbürste. Auch das ist gut gegangen. Ja? Also das war mal die Reinigung. Sehr, also wirklich ist ein sehr angenehmes Hautgefühl, hat das hinterlassen und nicht austrocknen, finde ich jetzt, also mein persönlicher Eindruck. Dann ist es so, dass ich morgens den Clearing Mattifier verwendet habe. Das ist so eine Paste, würde ich fast sagen, die ein bisschen so vaselineartig ist von ihrer Konsistenz, aber jetzt rein so gefühlsmäßig einen Puderanteil hat. Das heißt, das war wirklich so, dass wenn ich mir das dann aufgetragen habe, dass das sofort mattiert hat. Also meine Haut hat sofort mattiert ausgesehen. Dieser Clearing Mattifier, den habe ich nur in meiner T-Zone angewendet, weil den soll man eben überall dorthin geben, wo man so fettige, unreine Haut hat und zu glänzen beginnt. Und da war es so, dass ich mir am Anfang gedacht habe, oh Gott, dieses Ding ist der größte Mist, aber nach ein paar Tagen bin ich drauf gekommen, wie man es richtig verwendet. Das Geheimnis dran ist nämlich, dass man eben nur ein kleines bisschen nimmt und das dann über die Haut drüber so ganz sanft gleiten lässt. Weil in dem Moment, wo du beginnst, das so zu massieren oder zu reiben, dann hat sich diese Creme wie in so kleinen Würsteln von der Haut wieder runtergewurzelt. Also es ist dann nicht drauf geblieben. Das heißt, das Geheimnis dran war wirklich, dass man das so sanft drüber gleiten lässt und wenn es eben nicht sich weiter verteilen hat lassen, weil einfach nicht mehr Produkt da war, dann muss man halt wieder ein bisschen mehr nehmen. Also das war so eben das, ganz sanft drüber gleiten lassen und dann war das wirklich so, dass ich mit dem hier nach ungefähr einer Woche oder so würde ich sagen, habe ich wirklich bemerkt, dass ich wesentlich später zu glänzen begonnen habe. Also ich habe noch immer nach ein paar Stunden zu glänzen begonnen. Aber es hat einfach viel, viel länger ausgehalten. Also das muss ich sagen, da war ich dann auch wirklich beeindruckt. Am Anfang habe ich gedacht, oh Gott, aber eben mit der richtigen Anwendung ist es gut gegangen. Und in den beiden ist auch noch ein bisschen was drinnen. Also die sind noch nicht ganz leer. Dann habe ich untertags, also eben diesen Mattifier habe ich ja nur in der T-Zone bei mir jetzt verwendet, wo halt die Unreinheiten und die fettige Haut sind. Und dann habe ich am Rest des Gesichts diese Lotion hier verwendet, die Oil Control Lotion, da war leider in diesem Kit, und das ist das, was ich echt kritisiere an der Zusammenstellung von dem Kit, da war eben leider nur dieses kleine Sachet dabei. Das heißt, nach ein paar Tagen war das schon aus. Und ich habe dann eben am Rest meines Gesichts wieder meine normale Hautpflege verwendet, die ich eben gerade im Moment verwende. Aber die war auch echt sehr, sehr angenehm, sehr weich, sehr pflegend, hat ein wirklich schönes Hautgefühl hinterlassen, aber leider halt viel zu wenig in der Packung drinnen. Und was dann auch noch eben eigentlich für morgens gedacht ist, ist diese kleine Tube, das Concealing Spot Treatment. Und das ist eben so ein Concealer, der gleichzeitig eben gegen diese Pickel wirkt, also der antibakteriell wirkt und das wegmachen soll, aber da muss ich ehrlich sagen, da habe ich nicht sehr viel davon verwendet und ich zeige dir auch gleich warum. Weil wenn ich das jetzt hier raus tue, wirst du gleich sehen, das gibt es leider eben nur in dieser einen Farbe. Und dieses Ding ist so, so dunkel. Und ich muss jetzt sagen, ich bin jetzt schon ein bisschen bräuner geworden. Also ich war schon ein bisschen in der Sonne. Aber das ist echt, ich weiß nicht, wie gut du das sehen kannst, das ist echt so, so dunkel, dass das dann wirklich total unnatürlich ausschaut auch selbst wenn man eben nur ein bisschen was damit abdeckt. Also das war wirklich viel, viel zu dunkel und hat sich auch nicht schön verteilen und verblenden lassen. Also dieses Concealing Spot Treatment, mit dem war ich nicht zufrieden. Und mein großer Wunsch an dieses Kit hier wäre gewesen, dass anstelle dieser großen Tube Concealing, oder großen Tube, aber da ist schon viel drin, wenn man nur die Pickelchen damit abdeckt, dass eben anstelle dieser Tube Concealing Spot Treatment besser eine Tube von dieser Oil Control Lotion drinnen aufgehoben werden. Von dem hier hätte mir so ein kleines Sachet gereicht. Also ich hätte das lieber umgekehrt von der Menge her. Also
Das wäre so mein großer Wunsch gewesen für dieses Kit. Ja, das waren mal eben jetzt so die Dinge für morgens. Und für abends kommt dann eben auch wieder das Reinigungsgel, Clearing Skin Wash. Und dann ist dabei gewesen das Overnight Clearing Gel. Also das ist so heißt ja schon Gel, also es war so ein Gel, das ist leider schon aus. Mit das habe ich echt geliebt. Das war so ein Gel, das man auf das ganze Gesicht aufträgt nach der Reinigung. Und das war auch, also man hat zwar einerseits gemerkt irgendwie, dass die Haut sich wirklich verbessert hat, aber ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie gespürt habe, dass das jetzt irgendwie aggressiv zu meiner Haut gewesen wäre oder so. Also überhaupt nicht. Ich habe wirklich das Gefühl gehabt, das ist pflegend, das hinterlässt die Haut angenehm und weich und schön. Und trotzdem hat es echt wirklich mein Hautbild verbessert. Also das auch so, dass ich sagen muss, tipptopp, wie alle diese Produkte hat es einfach nicht sehr, sehr gut gerochen. Aber ich finde, ja, damit muss man sich halt abfinden, wenn man die Produkte verwenden möchte. Und als letztes in diesem Kit war dabei die Sebum Clearing Mask oder Sebum oder wie auch immer man das ausspricht. Das ist, wie es eben schon im Namen heißt, eine Gesichtsmaske. Und die habe ich auch verwendet und zwar ungefähr so zweimal in der Woche habe ich mir die draufgegeben. Die gibt man nach der Reinigung, trägt man die eben aufs Gesicht auf, spart dabei, wie immer bei diesen Gesichtsmasken, den Augenbereich und auch die Lippen aus. Und dann habe ich es in etwa 10 Minuten einwirken lassen. Und das ist total lustig, weil du kennst das vielleicht oft bei diesen Masken, ist es ja so, dass die so warm werden oder so. Bei dieser Maske ist es genau das Gegenteil. Ich habe beim ersten Mal auftragen, habe ich mir gedacht, es fühlt sich so an, rein von der ersten Assoziation, als ob ich mir Zahnpasta ins Gesicht schmieren würde, weil es so kalt geworden ist. Also so, das kennst du sicher, wenn man sich frisch die Zähne geputzt hat und dann so einatmet, dass es dann so kalt wird im Mund. Und genau so ein Gefühl hat das irgendwie auf der Haut hinterlassen und hat dann auch ein bisschen so kühlend geprickelt auf der Haut. Aber auch das habe ich sehr, sehr gut vertragen und das nimmt man nachher mit einem feuchten Waschlappen oder einem feuchten Tuch irgendwie ab. Und auch nachdem war es so, dass meine Haut echt total weich und gepflegt war. Also das ist echt für mich das Außergewöhnliche an diesem ganzen Kit, dass all diese Dinge toll gegen die Unreinheiten wirken, aber ohne die Haut so auszutrocknen und zu belasten. Und wenn du öfter meine Videos schaust, dann weißt du ja, ich habe ja Neurodermitis und ich habe wirklich eine sehr empfindliche, allergische Haut. Aber ich habe die Produkte alle vertragen, die waren alle total angenehm pflegend. Und eben bis auf diese kleine Tube Concealing Spot Treatment war ich mit allen Dingen wirklich sehr, sehr zufrieden. Kann sie nur weiterempfehlen und muss wirklich sagen, meine Haut hat sich in den 4 Wochen vor der Hochzeit so verbessert, dass ich dann am Tag meiner Hochzeit wirklich, ich glaube, irgendwo eine kleine Unreinheit abdecken musste. Aber ansonsten war meine Haut einfach tipptopp. Und das, obwohl ich eben jetzt wirklich im Stress war, ja, mit so einer Hochzeit, wer schon geheiratet hat, weiß das. Da ist ja viel zu tun, da ist viel zu erledigen, krank war ich auch noch und also alles Mögliche. Und trotz Stress und trotz all diesen Dingen war es wirklich so, dass ich echt zufrieden war und dass es echt gut gegangen ist. Also wenn du so wie ich unreine Haut hast und eben auch schon aus dem Teenageralter draußen bist und sagst, du willst mal das Geld in die Hand nehmen, dann kann ich dir diesen Kit echt zum Testen nur empfehlen. Wie gesagt, mein Kritikpunkt ist, dass eben ich lieber mehr von der Oil Control Lotion gehabt hätte und weniger von dem Concealing Spot Treatment. Und der Preis ist halt echt ein Hammer, muss ich wirklich sagen. Also 50 Euro für eben ungefähr so 6 Wochen. Also in der Maske ist noch was drin, in dem Clearing Mattifier und in der Clearing Skin Wash. Also in denen ist noch was drin und in dem Concealing Spot Treatment, einfach weil ich es nicht verwendet habe. Aber das war eben gleich mal aus. Das Overnight Clearing Gel ist jetzt vorgestern ausgegangen und ich nehme an, dass der Clearing Mattifier jetzt morgen oder übermorgen leer sein wird und genau das gleiche gilt für die Clearing Skin Wash. Mit der Maske werde ich noch ein bisschen länger auskommen, also da ist gut was drin. Aber wie gesagt, ungefähr so, also ich bin so ungefähr 6 Wochen damit ausgekommen und dafür halt 50 Euro ist schon viel. Also das muss ich echt sagen, das ist schon meine Schmerzgrenze. Und ich muss auch ehrlich zugeben, ich hätte es mir selbst wahrscheinlich nicht so einfach gekauft, wenn ich es nicht geschenkt bekommen hätte,
dann hätte ich es wahrscheinlich nie ausprobiert. Aber ich bin echt froh, dass ich es probiert habe. Aber es bringt mich jetzt ein bisschen in eine Zwickmühle, weil eigentlich wollte ich doch jetzt nach meinen Aven-Produkten wieder auf Dr. Hauschka umsteigen. Und jetzt bin ich gerade irgendwie versucht, mal mich näher mit Dermalogica auseinanderzusetzen. Und ich habe jetzt schon ein bisschen recherchiert. Es gibt ja von Dermalogica dieses sogenannte Face Mapping, wo du eben zu so einem Dermalogica-Spezialisten hingehst und der eine halbe Stunde in etwa oder so dein Gesicht ganz genau anschaut und überall deine einzelnen Zonen so genau analysiert und dir dann eben Vorschläge für die perfekte Pflegezusammenstellung macht. Und ich habe jetzt bei mir hier in der Umgebung schon ein paar Kosmetiker herausgefunden, die Dermalogica-Produkte verwenden. Habe die auch schon angemailt und zwei Antworten habe ich schon zurückbekommen von so Kosmetikinstituten, die das Face Mapping gratis anbieten. Also da kann man gratis hingehen und sich anschauen lassen und beraten lassen. Also so gesehen denke ich mir, das werde ich vielleicht machen, weil es eben nichts kostet und mich einfach mal beraten lassen. Und dann bin ich fast versucht, das mal zu testen. Es ist echt so für mich das Hauptproblem dran, dass die Dinge so irre teuer sind. Also auch die Originalgrößen von diesen Produkten da, die sind echt so, dass ich sage, also ich weiß nicht, ob ich es mir kaufen würde. Aber ja, wie gesagt, wenn du sagst, du gibst jetzt auch schon für deine Pflege mehr aus und möchtest vielleicht mal was Neues probieren, dann echt auf jeden Fall eine Kaufempfehlung von der Wirksamkeit her, von dem, was es so für die Haut tut. Auf jeden Fall bin ich total zufrieden, wenn du jetzt sagen kannst, okay, mit dem Geruch komme ich klar. Preis ist halt, ja, da muss jeder selbst entscheiden, ob es dir jetzt das wert ist im Endeffekt oder nicht. Ja, ich hoffe, es war ein bisschen hilfreich für dich. Ich habe im deutschsprachigen Raum jetzt noch keine Review zu diesem Produkt gefunden gehabt. Also vielleicht hilft dir das ein bisschen weiter, wenn du so auf der Suche bist. Und dann hoffe ich, wenn es dir gefallen hat, dass du meinen Kanal abonnierst und in Zukunft auch bei meinen Videos dabei bist oder mich auf Facebook besuchst oder mir auf Twitter folgst. Also ich freue mich immer über Rückmeldungen und Kommentare und dann hoffe ich, wir sehen uns ganz bald auf einem dieser Medien wieder. Und bis dahin wünsche ich dir eine schöne Zeit. Baba!